28. April abends 21.20 Uhr. Wieder die Messwerte sind über 2000. Ich gehe von dem Geräusch, was der Hochfrequenzanalyzer von sich gibt, davon aus, dass es etwa 6.000, 7.000 sein dürfte. Es wird täglich schlimmer hier mit den einstrahlenden Mikrowellen. Wir haben jetzt in fast allen Räumen, egal wo ich messe, Werte um 800 bis 1000 und hier im Bad sind es über 2000, wie man sieht. Aber ich gehe davon aus, dass es durchaus auch das Dreifache sein kann. Und zwar immer im 12 bis 14 Sekunden Takt. Ja, wie man hier sieht, und spürt es ja auch direkt. Wenn ich zum Fenster gehe und am Fenster messe, ist es sehr viel weniger. Ja, ich kann jetzt auch mal zum Fenster hinuntergehen. Und hier am Fenster messen. Jetzt bin ich direkt hier am Fenster. Wie ist da die Einstrahlung? Da habe ich 0. Da ist nicht fair. Hier habe ich jetzt doch 341. An manchen Stellen kommt es einfach auch durchs Fenster, aber es ist viel weniger. Es ist bei weitem geringer. Ja, ich habe hier schon abgeschirmt, weil das ja jetzt, aber die Abschirmung bringt gar nichts. Ne? Es ist nach wie vor dasselbe. Es ist, normal ist das jedenfalls nicht. Das wollte ich nur noch mal dokumentiert haben. Das, man kann auch hingehen, wo man will, es ist hier überall zu hoch. Es kommt, wie ich es jetzt gehalten habe, hier das Gerät, es kommt von oben.